Da. Mist. Wir warten lieber noch mal eine Stunde. Und gehen. Schon wieder weiter. Oh, langsam hab ich. Boah. Da. Das ist diesmal der richtige. Jetzt kämpfe ich doch schon wieder mit der falschen Waffe. Links oder rechts? Müssen ja nicht alle kopflos sein. Oh, da kommt noch einer. Schön. Bis jetzt auch noch nichts zu tun. Einfach mal 5 Stunden draufkloppen. Dann sagt man zu Arcane, das ist ein Metzelspiel. Aber naja. Sinnlos die Maustaste drücken. Und speichern. Und gucken. Ich komme hier durch. Ich habe gerade gespeichert oder so. Komm schon. Ist ja ganz eindeutig richtig. Her damit. Ach, du Scheiße. Wer bist denn du? König? Was für ein König? Oh je. Ganz schlechte Idee. Willst du mich verarschen? Okay. Ja. Lauf. Lauf in dein verficktes Leben. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Hallo! I'm Lindsay Lohan! What the fucking hell? Wo zum Teufel bin ich? Doch, ich bin hier richtig. Ich glaube, ich bin hier richtig. Oh, fuck. Mir rutscht gerade das Herz so ein bisschen in die Hose. Oh, fuck. Ich hab mich verlaufen. Oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kriege ich gerade ein bisschen panische Angst. Irgendwo kommen jetzt eh wieder Zombies. Ist das der Ausgang? Ich weiß nicht, was der Ausgang sein. Weg hier! Weg! Nein! Verdammt! Das ist befürchtet, aber ist jetzt auch egal. Ich laufe jetzt einfach. Ich hätte jetzt nicht unbedingt vor, diesen König genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, eventuell war das doch wieder ein großer Fehler, weil der das Item gedroppt hätte, was mich unbesiegbar gemacht hätte. Ja, und das ist ein Blind Game, jetzt habe ich das falsch gemacht, ist mir auch egal. Ist halt so. Ich bin eigentlich gerade nur um mein Leben gerannt, weil ich es, glaube ich, nicht mit meinem jetzigen Zustand mit diesen Kreaturen allen aufgenommen hätte. Ja, deswegen bin ich gerannt. Da soll mir ruhig jemand hier... Bist du denn? Wow.
Wo kommt denn jetzt ein Teddy her? Kommt noch ein Teddy. Alter, der macht mich tot. Stopp it. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht lustig. Wir laufen. What the fucking hell? Ich laufe jetzt von mir aus den kompletten Weg zu Fuß da jetzt hin. Und zurück, dieser Bär, verpiss dich! Bär, ich mein's ernst! Alter! Der Bär will mich verarschen. Ich will das Skinguard. Skinguard ist näher. Viel näher. Viel näher. Ja, ich weiß, aber... Ich muss noch Skinguard. Jetzt sofort. Also einfach mal 90 Grad nach rechts. Okay. 90 Grad nach rechts. Also da lang. Auf zum Oblivion-Tor. Yeah. Der Bär macht mir Angst. Warum habe ich den Bär überhaupt angegriffen? Der macht mich mit 4 Schlägen tot. Ich kann nicht mehr laufen. Lauf, 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 lauf. Da hinten ist die Stadt. Ich sehe sie. Das ist, glaube ich, Skinguard. Lauf einfach. Alter, ich... ich habe Angst. Verpiss dich, Teddy Bär. Wie lange verfolgt er mich denn? Wolf. Fuck. Wolf, rette mich vor Teddy. Oh, Scheiße. Alter, das ist die reinste Verarsche hier, das Spiel. Verpiss dich. Bist du weg? Jetzt kommt Wolf! Hey Wolf. Das ist die ganze Verarsche hier. Lass mich doch allein. Und Teddy ist auch noch da hinten, oder? Wenn Teddy nämlich nicht da ist, mache ich Wolf tot. Teddy weg. Wir probieren es aus. Nein. Hallo? Okay, wir gehen weiter nach Skinguard. Alter. Das Spiel macht mich krass selig fertig, Leute. Auch nur ein ganz klein wenig, ja. Okay. Es ist alles wunderbar. Die Wachen werden mich schon vor den Bären beschützen. Boah. Ey, wie unwitzig das Spiel gerade ist. Es ist echt nicht mehr schön. Ja, bitte zum Wolkenerschatter, danke. Boah. Das ist echt nicht mehr schön, ne? Falsche Taste. Ja, fertig. Abends ist jetzt gerade mal halb zwei nachts. Aber ich kann, glaube ich, nicht mehr lange zocken hier. Das geht gar nicht. Das macht mich fertig, hier, das Spiel. Gut, wir haben dieses große Ding, was wir holen sollten. Haben den König einfach mal da gelassen. Und wo ist? Was ist? Wo ist Martinus? Martinus. Möge Talos euch geleiten, mein Freund. Martin Septim hat jetzt die Rüstung, oder was? Ihr seid zurück. Und ihr habt den großen Stein. Ich sagte, dass ich es bekommen werde. Ihr habt es geschafft. Ich kann auf euch zählen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen großen Welkinstein sehen würde. So schön, wie die alten Geschichten erzählen. Aber natürlich ist seine Schönheit nur eine Maske für seine tödliche Macht. So wie bei allem, was die Eileiden erschaffen haben. Jetzt brauchen wir nur noch den vierten Gegenstand und dann können wir endlich ein Portal zu Mankar Kamorans Reich öffnen.
Was ist der letzte Gegenstand? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Daedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Wo ist der Haken? Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumain wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumain zu zerstören. Wir lassen sie also das Tor öffnen? Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der daedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumain erlauben. Mindestens wirst du hier sicher. Bist du... Ne? Nein. Ich werde die Verteidigung Brumas selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Es ist zu gefährlich, ich werde den Kampf leiten. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Wie ihr befehlt. Toll. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ich benachrichtige die Gräfin sofort. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Oh je. Oh je. Oh je. Das kann ja nur schief gehen. So, okay. Auf geht's nach Bruma. Aber zuerst will ich mir hier mal angucken, was... so an Sachen. Also ich möchte mir Sachen natürlich reparieren, ist klar. Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Ja. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier was finde. So, da hinten haben wir die Magiergilde. Das werde ich mal eben in Anspruch nehmen. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar, hier konnte ich doch, meine ich, die Seelendinger wieder hochmachen, oder? Sagen wir so, wenn hier jemand wäre. Lass mich raten, es ist Nacht. Ja, nicht ganz Nacht, aber wir lassen sie mal noch 2 Stunden schlafen. Hallo ihr. Oh, danke. Lebt wohl. Da. Hey, ihr habt doch Hauptmann Burt beim Zerstören des Oblivion-Tors geholfen. Gut gemacht, Freund, gut gemacht. Danke. Ich genau... Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Schwere Wunden heilen. Vielen Dank, dass ihr bei... Bitte. Und jetzt? Ich habe Tränke und alle Ingredienzien, um selbst Tränke herzustellen. Was darf es sein? Ja, was darf es sein? Gute Frage. Nee, das ist aber nicht, was ich will.